So ist das, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch. Bevor wir auf die Wahlkampfziele kommen, auf die Ziele dieses Parteitages jetzt, noch mal einen Rückblick gewagt auf die Situation 2012. Das hat bei Ihnen auch Wunden hinterlassen, damals der Streit in der Partei. Sind die inzwischen verheilt? Na, wir haben nach Göttingen gemeinsam erkannt, dass es jetzt darauf ankommt, die Linke erfolgreich zu machen mit Blick auf die Bundestagswahl. Das ist richtig. Aber ich sage auch ganz klar, es war damals notwendig, auch diese Auseinandersetzung zu führen. Sie war richtig, damit auch kenntlich ist, welche unterschiedlichen Sichten in der Partei sind. Also ich sage weiterhin, das, was ich damals gemacht habe und vertreten habe, vertrete ich auch heute. Das war eine sehr sachliche politische Antwort auf eine persönliche Frage. Ja, naja, dass sowas auch immer Verletzungen hinterlässt, das ist doch ganz klar. Aber wer in die Politik geht, der muss auch davon ausgehen, dass es Verletzungen gibt. Und natürlich sind die Innerparteilichen dann immer die, die am meisten wehtun. Aber da gilt natürlich auch, danach wird sich gerade aufgerichtet und dann geht es weiter. Denn wir haben in diesem Land so viel Unterstützung von Wählerinnen und Wählern, von Menschen, deren Interessen wir wahrnehmen. Und das ist unser Auftrag. Die innerparteilichen Dinge gehören hin und wieder dazu. Aber wissen Sie, ich bin gerade in meinem Bundesland jetzt wieder als Spitzenkandidat gewählt worden, mit 93% in meinem Wahlkreis bestätigt worden. Also verfüge, glaube ich, über großen Rückenhalt und bringe mich in der Partei als Stellvertreter von Gysi in der Fraktion auch weiterhin ein. Sie sprechen vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Kontrahent damals war Oskar Lafontaine. Ist er das noch immer? Sprechen Sie miteinander? Selbstverständlich sprechen wir miteinander. Das wäre ja kurios, wenn nicht. Oskar Lafontaine ist Fraktionsvorsitzender an der Saar. Das ist relativ weit weg von Mecklenburg-Vorpommern. Er hat sich auch entschieden, nicht mehr für die Bundestagswahl zu kandidieren, ist hier auf dem Parteitag. Und selbstverständlich haben wir in den politischen Fragen 90% Übereinstimmung. Es gibt Unterschiede und das ist auch gut so. 90% Übereinstimmung heißt 10%, da klappt es nicht. Wie schwierig wird es, diese 10% im Wahlkampf nicht oben anstehen zu haben? Das wird, glaube ich, gar nicht schwierig, denn wir haben ein Wahlprogramm, wir haben eine Wahlstrategie und wir haben alle Listenwahlen so über die Bühne gebracht, mit einer kleinen Ausnahme, dass wir jetzt entschlossen in die Auseinandersetzung gehen können. Wir hatten das Problem, dass wir nach 2010 in eine sehr schwierige Situation gekommen sind. Wir haben von den damaligen 12% auf der Bundesebene ein hervorragendes Ergebnis fast die Hälfte verloren, sind jetzt in einer Stabilisierungsphase und ich hoffe, dass wir ein ordentliches Ergebnis kriegen. Denn Fakt ist auch, nach der Bundestagswahl geht es weiter. Wir brauchen als Partei nach meiner Auffassung dann auch einen neuen Aufbruch, insbesondere auch in den alten Ländern, damit wir dort nicht immer mal wieder auch rausfliegen können aus den Landtagen. Stabilisierung über die kommunale Ebene, über außerparlamentarische Bewegung, das muss unser Ansatz sein. Wie wollen Sie das innerparteilich umsetzen? Sie sprachen es an, bei den letzten drei Landtagswahlen in Westdeutschland hat die Linkspartei es nicht geschafft, in die Landtage einzuziehen. Wie wollen Sie das verhindern, dass ganz durch die normative Kraft des Faktischen es eine Ostpartei ist? Naja, als Ostpartei hat die Linke keine Zukunft. Es geht nur als gesamtdeutsche Partei, die zentralen Fragen, die wir haben, die Entwicklung der Energiepreise, die Entwicklung der Mietpreise, die ganze Thematik des Euros ist ja regional nicht leistbar. Also die Linke ist nur als gesamtdeutsche Partei denkbar. Aber der Weg geht nicht zuerst über die Landesparlamente. Ich sage nochmal, die Verankerung vor Ort, anknüpfen bei den Interessen der Menschen, das ist der Vorzug, den wir in den neuen Ländern haben. Da stellen wir Oberbürgermeister, Landrätinnen, sind erfolgreich. Und ich glaube, dass da hier und da auch in den alten Ländern gelernt werden kann. Und ich sage mal auch ganz klar, auch dort haben wir, auch bei den letzten Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein, partiell durchaus Erfolge zu verzeichnen, wo man nämlich dieses Rezept, bei den Menschen zu sein, eine klare Alternative in der Gesellschaft aufzuzeigen und das dann auch praktisch umzusetzen. Dann kann auch der Erfolg im Westen wieder eintreten. Sie wollen eine klare Alternative anbieten. Wie soll das funktionieren ohne Regierungsbeteiligung? Aber wissen Sie, wir regieren in Brandenburg sehr erfolgreich. Das ist das einzige Land? Das ist jetzt das einzige Land. Wir haben in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 8 Jahre erfolgreich regiert, in Berlin auch. Ich wünsche mir, dass es mehrere Koalitionen auf Landesebene gibt. Ich wünsche mir mehr kommunale Zusammenarbeit. Aber für diese Wahl ist doch ganz klar, die SPD hat sich klar positioniert. Die hat es ausgeschlossen. Das ist deren Problem. Wie die zu einer Kanzlerschaft kommen wollen, müssen Sie sagen. Ich plädiere dafür, die Koalitionsfrage wirklich wegzulassen. Die Linke hat genügend Alleinstellungsmerkmale. Und eins können wir als einzige Partei sagen. Die Linke wird Angela Merkel definitiv nicht wählen. Das werden weder die Grünen noch die SPD, geschweige denn CDU und FDP sagen. Also es ist ganz klar, Linke nicht Merkel, Linke auch nicht Steinbrück, eigenständig in den Wahlkampf. Wir haben genügend Punkte, die wir weiter bewegen können.
Kommen wir auf einen Punkt, den zum Beispiel auch der Parteivorsitzende Bernd Rixinger sehr betont hat in seiner Rede. Da ging es um das Alleinstellungsmerkmal der Linke, zuerst auf die drohende Finanzblase hingewiesen zu haben. Auch das ist nachlesbar. Es stimmt, dass die Linkspartei in vielen Bereichen da sehr früh gewarnt hat. Warum können Sie sich da trotzdem inhaltlich so wenig profilieren? Warum sind trotzdem die Werte, die Umfragewerte, was Wirtschaftskompetenz bei der Linken angeht, so im Keller? Also ich glaube, dass wir noch viel mehr unsere Erfolge in das Zentrum stellen müssen. Die Linke war die Partei, die als erste den Mindestlohn gefordert hat. Heute wird er faktisch umgesetzt. Wir haben für den Abzug aus Afghanistan plädiert. Das ist jetzt in absehbarer Zeit Tatsache. Wir haben die Praxisgebühr und Ähnliches. Also die Linke hat gesellschaftlich etwas bewegt. Dass wir in den Fragen der Wirtschaftskompetenz im Moment nicht diese Zuschreibung haben, die ich mir wünschen würde, gibt es mehrere Faktoren. Aber einer ist auch, dass wir noch konsequenter daran arbeiten müssen und das auch in das Zentrum stellen, dass wir das wollen, weil das ist sehr wohl umstritten. Ich sage, die Linke ist immer auch, muss immer auch eine Partei des Mittelstandes sein. Wir haben entsprechende Forderungen, ob das bei der Steuerpolitik ist, aber auch was das Vergaberecht betrifft, da ist die Linke sehr wohl an der Seite der kleinen und mittleren Unternehmen. Und da müssen wir aber hart dran arbeiten, denn sowas verändert man nicht kurzfristig, das dauert ein Jahrzehnt. Für diesen Wahlkampf gilt allerdings, die Linke ist die Partei, die wie keine andere für soziale Gerechtigkeit steht, und die Linke ist die Partei, die in besonderer Weise die Interessen der Menschen in den neuen Ländern vertritt. Damit werden wir punkten, und wenn wir das gemeinsam und entschlossen machen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir die jetzigen Umfragewerte bis zum Ergebnis noch deutlich steigern können. Soweit die Zitate fast aus Ihrem eigenen Wahlprogramm. Dietmar Bartsch, herzlichen Dank, dass Sie bei Phoenix im Interview waren. Und ich gebe zurück an Klaus.